Wenn die Handwerkskammer Koblenz zum traditionellen Neujahrsempfang in ihr Zentrum für Ernährung und Gesundheit lädt, dann wird im wahrsten Sinne des Wortes der rote Teppich ausgerollt. Rund 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Gesellschaft waren der Einladung diesmal gefolgt, um gemeinsam mit der HWK das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Mit überraschend ernsten Tönen eröffnete der Präsident der Handwerkskammer, Kurt Krautscheid, die Veranstaltung. Er ging unter anderem auf den Terroranschlag in Berlin vor Weihnachten ein. Auch politische Ereignisse wie der Brexit und die US-Wahlen blieben nicht unerwähnt. Wie sehr sich all das auf die heimische Wirtschaft und das Handwerk auswirken wird, ist zwar noch ungewiss. Sicher ist aber, dass sich die HWK Koblenz, wie auch im vergangenen Jahr, allen Herausforderungen stellen wird. Die größte Herausforderung ist natürlich auch ein beherrschendes Thema, die Flüchtlinge bei uns im Land. Und wir als Handwerkskammer betreuen natürlich auch junge Menschen, die zu uns kommen und wollen sie bei uns in Ausbildung und in Arbeit bringen. Und ich glaube, da haben wir im letzten Jahr schon sehr gute Fortschritte gemacht, eine sehr hohe Zahl an jungen Menschen bereits in Ausbildung und Einstiegsqualifizierung gebracht. Und ist natürlich ein Thema, was uns auch im neuen Jahr weiter beschäftigen wird. Wobei ich immer wieder sagen muss, wir vernachlässigen deshalb nicht unsere eigenen Jugendlichen. Also wir werden da nach wie vor alle Kraft dran setzen. Und wir haben das auch schaffen können, bei den Ausbildungszahlen, die im Moment anstehen, ungefähr das Vorjahresniveau zu halten. Neben den großen Herausforderungen gab es für Krautscheid auch 2016 viele Highlights, bei denen die HWK und ihre Mitglieder ihr Können präsentieren konnten. Highlight ist wirklich jedes Mal unsere Modenschau, unsere Ausbildung und Modenschau, die wir haben, weil ich selber war eigentlich mit wenig Erwartung, komme ich immer dahin, aber wenn Sie sehen, was da, könnte auch im größten Stil in Düsseldorf auf der Kö stattfinden, also immer ein ganz tolles Event und wir haben natürlich sehr viele Dinge, unsere Nacht der Technik ist immer ganz vorneweg, wieder ein neuer Besucherrekord und wenn Sie sehen, es gibt in der Nacht der Technik immer eine Veranstaltung, da stehe ich persönlich schon seit 5 Jahren an, bin noch nie reingekommen, weil wirklich so interessante Dinge da sind, wo Leute Schlange stehen und ist wirklich sind so Vorzeigeprojekte von uns, kann man sagen. Viel Lob gab es von Seiten der HWK für den amtierenden Verkehrs- und Wirtschaftsminister des Landes, Volker Wissing. Auch er ging in seiner Ansprache auf große politische und soziale Herausforderungen ein, ließ aber auch nicht unerwähnt, dass das vergangene Jahr wirtschaftliche Erfolge bereithielt. Ja, wir haben große Herausforderungen vor uns. 2016 war einerseits ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr, aber auch ein Jahr mit großen politischen Herausforderungen. Ich denke an den Brexit, den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das hat auch für viele Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalz, kann das Konsequenzen haben. Und jetzt müssen wir uns im Jahr 2017 mit der Frage beschäftigen, ja, wie schaffen wir es so geschickt zu investieren, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Und da werden wir vieles tun, beispielsweise den Meisterbonus. Das heißt, wer einen Meister macht, der bekommt eine Prämie von 1.000 Euro. Und wer sich danach noch für die Selbstständigkeit entscheidet, kriegt nochmal 2.500 Euro obendrauf. Das sind wichtige Anreize. Wir werden auch die Ausbildungszentren weiter voranbringen, werden mehr Geld noch dafür in die Hand nehmen. Wir werden die Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz voranbringen, mehr investieren in Straßen und Brücken, aber auch in den Ausbau unserer Schienen- und Wasserwege, damit die Infrastruktur bei uns auch in Zukunft stimmt. Dass die Ressorts Wirtschaft und Verkehr unter Wissing vereint sind, ist allerdings nicht der einzige Grund, warum Krautscheid mit der Zusammenarbeit zufrieden ist. Ich habe ihn deshalb leichten Herzens loben können, weil er wirklich auch in der Praxis im letzten Jahr mehrfach bewiesen hat, wie nah am Handwerk an der Seite steht. Zum einen in Brüssel, wie er selber sagte, also in Sachen Erhaltung des Meisterbriefs und unserer Handwerksordnung hat er ja sehr deutlich klar gemacht. Ich war selbst dabei, also ich habe mich fast erschreckt, wie deutlich er geworden ist im Festhalten an der deutschen Handwerksordnung. Und ich muss ihm recht geben, wir sind da. Wir müssen die Benchmark sein und ich finde doch falsch, solche Dinge zu verwässern. Und da stehe ich also 100% hinter ihm, war ich wirklich positiv überrascht. Und wir hatten ja auch Dinge bei uns im Land, die durch die HBCD-Abfälle hatten wir ein bisschen Probleme anfangs. Und auch da hat das Wirtschaftsministerium, allerdings auch später das Umweltministerium, auf kurzem Wege uns helfen können. Und daran sieht man sehr konkret, wie wichtig ein guter Draht nach Mainz ist und auch eine gute Zusammenarbeit. Ja. Nicht nur die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Kammern ist wichtig für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Die Stadt Koblenz zieht ebenfalls mit am gleichen Strang.
Nur bei einem Punkt wird man sich nicht immer ganz einig. Das ist für uns sehr wichtig, weil die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt ist natürlich entscheidend, dass die Arbeitsplätze da sind, dass wir Wohlstand haben. Und dabei spielen natürlich die Kammern eine ganz große Rolle. Daher arbeiten wir auch als Stadt sehr vertrauensvoll mit beiden Kammern zusammen. Und der bisherige Verlauf des Neujahrstreffens hat ja gezeigt, dass wir natürlich an einem Strick ziehen, dass wir dafür kämpfen, dass die Infrastruktur in der Stadt sich verbessert. Das ist für die Wirtschaft ganz wichtig, dass die Straßen, dass die Brücken, dass die Schulen in Ordnung sind, aber dass auch die kulturelle Infrastruktur und die sportliche da ist. Da haben wir also gemeinsame Interessen. Nur die Kammern erwarten natürlich, dass wir auch dafür das nötige Geld haben. Das ist der einzige Punkt, wo man sich nicht immer ganz einig ist. Aber dem Grunde nach ist es klar, wir wollen dafür sorgen, dass hier gut gewirtschaftet werden kann. Wir haben die höchste Arbeitsplatzdichte, die es in Rheinland-Pfalz gibt. Und das hängt eben auch sehr stark an der mittelständischen Wirtschaft, auch am Handwerk. Was infrastrukturelle Projekte angeht, gibt es schon einige konkrete Pläne für das neue Jahr. Also es gibt einige Projekte, die auch für das Handwerk von großer Bedeutung sind. Dazu gehört, dass wir als Gesundheitsstadt mit unserem Klinikum vorankommen. Da runkelt ja noch das eine oder andere. Wir müssen gucken, dass das Gemeinschaftsklinikum klar nach vorne positioniert ist. Damit verbunden ist eine Großinvestition auch ins Gebäudliche. Das wird das Handwerk dann deutlich spüren. Da wird es viele Aufträge geben. Für unsere Stadt ist es auch von großer Bedeutung, dass wir wachsen und dass demzufolge auf dem Wohnungsmarkt viel geschieht, dass wir die Baubranche auch merken. Wir brauchen rund 250 zusätzliche Wohneinheiten pro Jahr. Und vielleicht gelingt es uns ja, das Großprojekt Fritsch-Kaserne mit einer quasi neuen Siedlung für 2.000 bis 3.000 Menschen hinzukriegen. Da wäre die Baubranche für die nächsten Jahre ordentlich beschäftigt. Also wir haben schon einiges zu tun, das auch für die lokale und regionale Wirtschaft von Bedeutung ist. Und das machen wir gerne, weil die Produkte sind dann gut für uns Menschen, die wir hier leben. Im neuen Jahr werden Stadt, Land und Kammern wieder gemeinsam am wirtschaftlichen Erfolg der Region arbeiten. Und bei der HWK freut man sich wieder auf viele spannende Events mit zahlreichen Besuchern. Wir haben wie immer unsere Veranstaltungen, ob es die Konzerttage Mittelrhein sind, wo eine Veranstaltung bei uns im Hause stattfindet, wieder eine Modenschau. Und ansonsten, unsere Meisterfeiern sind immer ein sehr großes Event, wo wir mittlerweile im letzten Jahr über 600 Leute in der Rhein-Mosel-Halle hatten. Dann kommen dazu auch unsere Altmeisterfeier, die mittlerweile über 2 Tage gestreckt werden muss, weil wir so viele zu Ehren der Altmeister haben, was wir auch sehr, sehr gerne machen, weil wir wissen, dass diese Leute unser Handwerk dahin gebracht haben, wo es heute steht. Also stehen einige Events an, wird uns nicht langweilig. Bei allen gesellschaftlichen Herausforderungen, die das neue Jahr mit sich bringen wird, die HWK wird auch 2017 weiter daran arbeiten, jungen Menschen das Handwerk näher zu bringen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Handwerk auch heute noch goldenen Boden hat.